So. Das ist mein Freund Franz. Den Rest stellt er selber vor, hat gesagt, lass mich das machen. Bitte, Franz. Vielen Dank, Bernd. Ja, Coaching, Kolleginnen und Kollegen, geht das? Passt das mit der Technik? Nicht? Hören Sie mich nicht? Nee, ich habe da eins. Nein, das ist nur für die Aufnahme. Ah, alles ist klar. Auch, so, jetzt habe ich es auch gelernt. Ganz offiziell einen schönen Abend von mir. Jetzt habe ich schon mal zwei Dinge gelernt, indem ich Ihnen die letzten Stunden zugehört habe. Sie sind grundsätzlich ein sehr freundliches, wertschätzendes Forum. Ohne dass es ausbleibt, sehr differenzierte Fragen zu stellen und in ein kollektives Coaching überzugehen. Und ich habe mir jetzt ein Ziel gesetzt, mit Ihnen in einen fachlichen, wertschätzenden Dialog zu kommen, ohne dass diese andere Situation in der Form entsteht, wie sie gerade entstanden ist. Mit Bernd verbindet mich im Grunde eine jahrzehntelange Verbindung. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich heute hier stehe, mich einladen habe lassen. Und ich sage Ihnen gleich vielen Dank für die Einladung. Und ich sage Ihnen vielen Dank für den Raum, den Sie mir jetzt einräumen. Für die nächste halbe Stunde habe ich mir zwei Dinge vorgenommen. Einmal etwas über meine Person zu sagen. Und zum Zweiten, und ich hoffe, ich kann Sie da mitnehmen, Sie ein bisschen mit dieser Sparkassenfinanzgruppe vertraut zu machen, weil man muss etwas von dieser Gruppe verstehen. Und ich habe 3 Jahre dazu gebraucht, sie wirklich zu verstehen, um dann morgen zu verstehen, wo ich mich gerade bewege und was so die Ziele mit der Akademie sind, im Sinn von sie noch stärker im Rahmen der strategischen Personalentwicklung auszurichten. Zunächst mal zu mir. Ich bin in der Jugendarbeit sozialisiert worden. Mit 12 Jahren habe ich meine erste Gruppe geleitet. So bin ich mehr oder weniger zur Erwachsenenbildung gekommen. Ich habe dann Wirtschaftspädagogik studiert. Für diejenigen unter Ihnen, die das nicht kennen, es ist ein pädagogisches Studium und gleichzeitig ein ökonomisches. So man studiert wie ein handfester BWLer. Und entweder geht man dann in die Berufsschule oder man macht sich auf in die Betriebe. Und ich habe mich aufgemacht in die Betriebe, habe davor eine Phase eingelegt, wo ich selbstständig war, also so wie Sie heute selbstständig sind, wenn es um die Externen geht, habe ich gelernt. Und aus dieser Selbstständigkeit heraus wurde ich dann engagiert von der damaligen Hypobank. Und so kam ich intensiv in diese Finanzdienstleistungsbranche und habe dort 1,5 Jahrzehnte lernen und arbeiten dürfen. Und zwar ziemlich schnell als Leiter der Personalentwicklung, als Leiter der Organisationsentwicklung, habe in dem Zusammenhang 4 Großfusionen mitmachen können. Eine der interessantesten Zeiten meines Lebens. Habe auch in der Großbank die Finanzkrise erlebt. Bernd hat mich in der Zeit immer vorgestellt, das ist der Franz, ein Banker, aber einen von den Guten. Und nachdem ich eben 4 Fusionen machen durfte und dort sehr viel gelernt habe, merkt man, dass man zum Schluss immer um einen und denselben Baum läuft. Auch wenn dann die Organisationen immer größer werden, wie jetzt beispielsweise die UniCredit, das war mein letzter Arbeitgeber, eine europäische Bank mit 23 unterschiedlichen nationalen Banken in 23 Sprachen. Deswegen wird zwar die Komplexität immer höher, aber die Menschen, die da drin arbeiten, nicht besser im Sinn von, dass sie in der Lage wären, die Komplexität zu steigern, vom Verhalten her, von den Ansätzen her, sondern dass du eigentlich mit deinen Ansprüchen immer weiter nach unten gehen musst und dich sozusagen am Standard orientierst, den die letzte Einheit, die aufgenommen wurde, gerade mitbringt. Und deswegen waren eigentlich die Hochzeiten der Personalentwicklung, die alte Hypobank, wo wir wirklich gelernt haben, strategische Personalentwicklungsplanung und strategische Personalentwicklung zu machen.
Das Thema hat mich aber nie losgelassen und deswegen habe ich nochmal das Engagement angenommen. Ich war dann wieder 3 Jahre selbstständig unterwegs, so mit den Themen Sales, Leadership, Change, Personal Development. Das lief eigentlich sehr gut. Und dann hat mich nochmal dieses Angebot gereizt, in diese große Sparkassenfinanzgruppe zu gehen und die Akademie in Bayern zu leiten. Ich habe mich damals mit Bernd unterhalten, was so meine Motive sein könnten, das jetzt nochmal anzunehmen. Und ich habe so im Verlauf unseres Coachings immer formuliert, wenn ich in Führungspositionen war, dann ging mir diese andere Seite ab, Coach zu sein, Menschen zu unterstützen. Und wenn ich in dieser Seite war, ging mir die wieder ab, zu sagen, jetzt führe ich, jetzt ziehe ich durch, jetzt kriege ich endlich den Arsch hoch, mach die Dinge so, also da wurde ich wieder Führungskraft. Und so hat er mich in der Entscheidung unterstützt, dieses Engagement anzunehmen. Und ich muss sagen, ich habe dieses Engagement bis zum heutigen Tag nicht bereut. Und da ich selbst lange gebraucht habe, zu verstehen, was diese Sparkassenfinanzgruppe ausmacht, möchte ich Ihnen die zunächst mal ein bisschen näher bringen. Wenn man die Sparkassenfinanzgruppe anguckt, dann ist sie zunächst mal lokal verankert. Man nimmt es als Kunde nicht so wahr, dass es eigentlich um über 400 rechtlich selbstständige Einheiten geht. Wer von Ihnen kennt Sparkasse? Alle. Wer von Ihnen arbeitet mit Sparkasse? Na guck, das ist doch schön. Also es sind über 400 rechtlich selbstständige Einheiten. Man nennt die Körperschaften des öffentlichen Rechts, die ihre lokalen Märkte bearbeiten. Und Sie würden jetzt beispielsweise daran erkennen, wenn Sie Kunde der Sparkasse Düsseldorf sind und Geld einzahlen wollen in der Sparkasse Frankfurt, dass das nicht geht, ne? Weil man keine gemeinsamen Kontenkreise hat. Da würde Ihnen dann zum ersten Mal bewusst werden, okay, die haben keinen durchlaufenden Prozess. Was ist denn da eigentlich Sache? Immer dann, wenn es um manuelle Prozesse geht, fällt das auf. Wenn es um digitale geht, nicht, weil dann kann man das hinten in der Datenbank verbuchen. Die Sparkasse, die nimmt für sich in Anspruch, dass sie arbeitsteilig unterwegs ist. Und wenn man das ganze Universum dieser Sparkassenfinanzgruppe anguckt, dann sind es über 400 rechtlich selbstständige Sparkassen mit ganz vielen Verbundunternehmen, nennen wir die, wie beispielsweise das Wertpapierhaus, die DK Bank oder sämtliche Landesbausparkassen oder Versicherungen wie die Versicherungskammer, ein eigenes EDV-Haus wie die Finanzinformatik. Man kann dazu nochmal an die 40 bis 50 große Verbundunternehmen nehmen. Und wenn wir das alles zusammentun, dann arbeiten in dieser Sparkassenfinanzgruppe in Deutschland 335.000 Mitarbeiter. Und damit ist diese Finanzgruppe eigentlich eine der größten der Welt. Jetzt lassen wir mal die Chinesen außen vor oder die Inder. Mit denen kann man sich nicht messen, das zählt dann gleich immer in Millionen. Aber wir sind eine der größten Finanzgruppen der Welt. Und deswegen haben wir sozusagen hier auch allein von den Mitarbeitern so einen starken Stand in Deutschland, weil man kann sich jetzt ganz einfach vorstellen, 335.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eher konservative Klientel, jeder eine kleine Familie, dann sind wir bei 1 Million in dieser Republik. Das ist ein 82stel dieser Republik, die jeden Tag Sparkasse denken, leben, ausstrahlen. Und das ist sozusagen die Verankerung in dieser Gesellschaft. Dann nimmt die Sparkassenfinanzgruppe für sich in Anspruch, gemeinwohlorientiert zu sein. Nur um ein Beispiel zu nennen, die Gruppe diskutiert jetzt nicht, Konten für Asylbewerber aufzumachen, sondern es steht in ihrem öffentlichen Auftrag drin, dass jeder, der kommt, ein Girokonto bekommt. Und lassen Sie mich das bei diesem einfachen Beispiel belassen, um deutlich zu machen, dass diese Gruppe so verankert ist mit den jeweiligen Körperschaften des öffentlichen Rechts, dass sie mehr, ich sage immer, sie ist mehr Gesellschaft
als sie sozusagen Bank ist. Und so kommt eine ganz tiefe Verankerung in der Gesellschaft in Deutschland in Bezug auf diese Gruppe zustande. Und ich möchte Ihnen das auch dann nochmal historisch deutlich machen. Regionalprinzip heißt, dass jede Sparkasse in dem eigenen Marktgebiet bleibt. Also die Stadtsparkasse München bleibt in München, während die Kreissparkasse drumherum im Kreis bleibt. Und man geht nicht her und fängt an, sich gegenseitig sozusagen die Kunden wegzuakquirieren. Nur wenn die Kunden kommen, dann akzeptiert man es, dann sagt man mittlerweile nicht mehr, du gehörst nicht zu meinem Geschäftsgebiet, geh in eine andere Sparkasse. Aber generell wird sozusagen das Regionalprinzip aufrechterhalten. Und die Trägerschaften sind die Kommunen, das heißt die Gemeinden, Landkreise und Städte. Und deshalb sind die Aufsichtspersonen die Landräte, die Bürgermeister. Und die haben sozusagen die Aufsicht im Verwaltungsrat über die Vorstände der Sparkassen. Und die fachliche Aufsicht hat sozusagen das BaFin, so wie in jeder Geschäftsbank auch. Das ist jetzt eine schwierige Folie, die können Sie schlecht lesen. Ich bin's gewohnt, immer so große Dinger zu haben. Ich will damit zum Ausdruck bringen, dass die Sparkasse sozusagen in regionalen Finanzkreisläufen unterwegs ist. Und die Vorstellung ist eine ganz einfache. Sie als Bürger einer Kommune geben Geld aufs Konto rein und die Sparkasse verleiht dieses Geld an denjenigen, der es nach Prüfung bekommt. Das sind die Gewerbetreibenden, das sind wiederum Sie als Privatperson, das sind auch große Unternehmen. Die Aussage ist schlichtweg, Sparkassen finanzieren und refinanzieren sich ausschließlich aus dem Geld, das sie einlegen und aus dem Geld, was überbleibt. Also aus dem Gewinn beispielsweise, der im Jahr überbleibt, das fließt wieder ins Eigenkapital. Das gibt einen höheren Eigenkapitalstock und daraus kann man wieder Finanzierungen bilden. Sparkassen haben keine Möglichkeiten, wie beispielsweise Aktiengesellschaften, sich am Kapitalmarkt groß zu finanzieren. Sei es, dass sie neue Aktien ausgeben, sei es, dass sie Wandelanleihen ausgeben. Nein, sie sind auf das angewiesen, was sie selber erwirtschaften und auf das, was sie sozusagen einlegen, was man dann wieder rauslegen kann. Und darum sagt man, Sparkassen sind im regionalen Wirtschaftskreislauf unterwegs. Und das war eins der Motive, die mich immer schon interessiert hat, weil im Grund könnte man sagen, wenn man jetzt systemisch draufschaut, dezentral organisiert, autonom, im Netzwerk unterwegs, wie funktioniert das? Kann man da irgendwas lernen, was ich bisher noch nicht weiß? Wie organisieren die das? Dass da 416 autonome Einheiten unterwegs sind, jede von einem Vorstand geführt, von einem eigenen Verwaltungsrat, im regionalen Wirtschaftskreislauf und trotzdem so eine Gruppe bilden und trotzdem versuchen, Skaleneffekte umzusetzen. Bevor ich darauf eingehe, kurz, wo kommt das alles her? Wir freuen uns heute über Initiativen, die wir sozusagen aus Ländern bekommen, die noch nicht so wohlhabend sind wie wir, die keine ausdifferenzierten Wirtschaften haben, so wie wir. Nur ein Stichwort, Microfinance. Vorsorge, Solidarität und nichts anderes ist mehr oder weniger auch der Ursprung des Sparkassengedankens. Im Sinn von, wie kann man Waisen unterstützen, die mittellos sind? So die erste Gründung im Salem am Bodensee, ausgehend von einem Abt, der sagt, ich organisiere etwas für Witwen und Waisen. Wie kann man Menschen schützen, die abgebrannt sind? In Bayern kamen dann die anderen Bauern, haben das Holz geliefert und man hat es wieder aufgebaut. Und irgendwann mal kam jemand auf die Idee, man könnte etwas in einen Topf einzahlen und daraus sozusagen wiederum die unterstützen, die keine eigenen Mittel haben. Dann, jetzt ist es da, die erste Sparkasse in einem modernen Sinn entstand 1778 in Hamburg
Und ich habe so ein paar Leitideen rausgeschrieben im Sinn von Sparsinn wider der Armut. Und die allgemeine Verordnung über das Armenwesen betreffend von 1860 hat der König Maximilian Joseph von Bayern die ersten Impulse, in Bayern war das, zur Sparkassengründung gemacht. Und damals waren wir ja noch viel kleiner organisiert, hat jeder Fürst, jeder Landesherr angefangen, solche Initiativen zu gründen. Zum Nutzen fleißiger Leute, Dienstboten, Tagelöhner, vom Lohn etwas für die Not zurückzulegen, dazu einen kleinen Zins zu erwachsen, durch Fleiß und Sparsamkeit sich selbst und auch den Staat nützlich zu sein. Und das waren sozusagen die Sprüche, die man heute noch findet, im Sinn von, wenn man die historischen Dokumente ein bisschen durchforstet, was war denn der Ursprung, Ziel und Zweck? Und das ist heute noch ganz tief verankert in dieser Organisation. Und das macht die Organisation nach wie vor aus. Deswegen ist sie so freundlich, wie sie jetzt sind, sehr menschenzugewandt, sehr aufs Gemeinwesen hin orientiert. Und das ist auch ein Stück Kultur. Auf der anderen Seite ist sie wenig professionell ausdifferenziert. Also im Sinn von, wenn wir jetzt so einen Unterschied machen würden, wir gucken in eine Geschäftsbank rein und wir gucken in eine Sparkasse, dann findet man natürlich in einer Geschäftsbank viel mehr Manager, die ein Stück mehr Rollenbewusstsein haben, die unterscheiden können, das ist meine Rolle als Manager und das bin ich sozusagen als Privatperson. Also man findet ein Stück mehr Professionalität, dadurch bedingt, dass man sich ständig verändern muss, dass man in anderen Größenordnungen unterwegs ist und dass man nicht diese Verbindung, diese Verwurzelung zur Gesellschaft, zu den Bürgern, zu den einzelnen Kunden hat. Wenn wir gucken, wie hat sich das Sparkassenwesen entwickelt, 1836 gab es 300 öffentliche Sparkassen, dann waren schon 1200, knapp 30 Jahre später, und über die Industrialisierung waren es 3100. Das war sozusagen der Höhepunkt der Sparkassen, weil jeder in irgendeiner Form im Rahmen von Wachstum Geld braucht. Und dann muss man das institutionalisieren, man muss sozusagen für den Geldfluss sorgen und das dann reinbringen. 770 Institute gab es 1990, davor gab es mal einen Knick, diese Institute gab es durch die Wiedervereinigung, da kamen auf einmal dann 200 dazu und momentan sind wir 413 Institute. Und die Landschaft konsolidiert sich weiter. Und dieses Konsolidieren ist auch ein Grund, warum wir uns in der Sparkassenakademie mehr als heftige Gedanken machen müssen, wie wir uns zukünftig aufstellen, welche Betriebsgröße wir finden. Und das ist sozusagen einer meiner Schwerpunkte an zwei, drei Beispielen deutlich gemacht, wie wir das bewältigen wollen. Sparkassen haben das dichteste Filialnetz. Und Sparkassen sorgen sozusagen für die Aufbringung ihrer Stützungen, also im Sinn von Notfall selbst. Das ist nochmal ein ganz entscheidender Punkt, den lesen Sie kontinuierlich in der Zeitung, wenn Sie so ein bisschen die Diskussion mitverfolgen. Es geht um diesen Topf in Europa, Bankenstützungsfonds. Warum sich die Sparkassengemeinschaft und auch die Genossenschaftsbanken so heftig dagegen wehren. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Jede Sparkasse versichert der anderen, dass für den Fall, dass sie pleite geht, das gesamte Institut gerettet wird. Also das Versprechen, das an Sie als Kunden geht, ist, nicht nur 100.000 Euro sind sicher, sondern egal wie viel Sie da drin eingelegt haben, das ganze Institut wird gerettet. Und das versucht man mehr oder weniger dadurch, dass aufgebaut ist, einmal hat jede Region einen eigenen Regionalfonds, in dem das Geld wirklich drin liegt. Das ist jetzt nicht ein Versprechen, sondern da liegt Geld drin. Wenn das nicht mehr ausreicht, zapft man alle Sparkassen einer Region an, die müssen nachschießen. Wenn das nicht mehr ausreicht, geht man in die nächste Region und immer weiter hoch. Und da diese
Fonds alle gut gefüllt sind und man sozusagen weit über diese 100.000 Euro Einlage ein Versprechen abgibt, sagt die Sparkassenfinanzgruppe, und die Genossen sind ähnlich organisiert, ist schon klar, dass wir dann sozusagen Europa mitfinanzieren würden, wenn es da kontinuierlich Schieflagen ergibt. Das ist die Diskussion, die sie so ein Stück mitbringen. Und das ist auch das Verständnis, das die Sparkassen haben, im Sinn von, wir gehen so sparsam und diszipliniert mit den Mitteln um, die der Kunde, also Sie oder ich, jeweils einlegt, und sichern hinten ab, dass wir das jetzt auch verteidigen als Bastion. Unser Problem ist nur, dass wir sozusagen in Deutschland die Einzigen sind, die so organisiert sind und ganz Europa überhaupt nicht versteht, was wir da machen. Und wir, weil wir dort auf den unterschiedlichen Ebenen nicht die richtigen Lobbyisten haben, in der Form durchdringen können. Dann gehen wir in die Unterstruktur rein. Ich sage gleich was zu meiner Akademie. Du hast mir gesagt, jetzt geht es erst einmal um Branchenkompetenz. Ja. Hat er mir gesagt. Habe ich jetzt gemacht. Und jetzt kommen wir zur Akademie. 12 regionale Sparkassen und Schiererverbände gibt es in Deutschland. Und das sind mehr oder weniger die Bundesländer. In diesen einzelnen Bundesländern gibt es, früher gab es tatsächlich auch 12 Sparkassenakademien. Es gibt jetzt nur noch 10, weil die konsolidiert wurden. Und eine davon ist in Bayern. Und diese Sparkassenakademie in Bayern gehört organisatorisch wiederum zum Bayerischen Sparkassen- und Schiererverband. Also einer dieser Selbstorganisationskonstellationen in einem Land. Und Sparkassen sind sozusagen dezentral organisiert und jeweils nach Bundesländern organisieren sie sich sozusagen intern. Und der Sparkassenverband hat mehr oder weniger die Steuerungsaufgabe, diese Form der Selbstverwaltung, Selbstorganisation sicherzustellen. Und darüber aggregiert sich das sozusagen über ein zentrales Gremium in Deutschland, das heißt der Deutsche Sparkassen- und Giroverband. Und darüber versucht man jetzt mehr oder weniger, jede Form des Geschäftsmodells, der IT-Veränderung, jede Form, die sich in irgendeiner Form am Markt abspielt und dann hinten in Prozessketten wieder abgebildet werden muss, im Sinn von Mehrheitsentscheidungen hinzubekommen. Das Interessante ist, es gibt eine Organisation im Sinn von, so wie ich mir das als Systemiker immer vorstelle, dezentral, autonom, redundant. Und jetzt kommt das Spannende, wie kriegst du sozusagen diese dezentralen, autonomen, redundanten immer so hin, dass dann Mainstream entsteht und man sagt, okay, dieses Geschäftsmodell ist es und das lassen wir jetzt programmieren. Diese Produktpalette ist es und das lassen wir uns produzieren. Und das wird, um es ganz kurz zu machen, über 51 Gremien sichergestellt. Über 51 Gremien. Und es ist, wenn man so möchte, eine sehr basisdemokratische Organisation. Und jetzt brauche ich nicht viel erklären, dass das Zeit in Anspruch nimmt. Ne? Und das ist es dann auch häufig, wo Sie wahrscheinlich als Kunden feststellen, okay, die anderen haben das schon lang, jetzt diskutieren die immer noch. Und das war so ein Grund, warum ich in diese Organisation mitgegangen bin, zu verstehen, wie geht es, dass man so viele dezentrale, autonome Einheiten zusammenbringt und wie sind dann die politischen Prozesse, die darin ablaufen. Und es geht nicht anders wie die Form, wie man es macht. Es sei denn, man konsolidiert es viel, viel stärker. Also sprich, man macht beispielsweise aus diesen über 400 Sparkassen 50, man macht aus über 50 Gremien 10, dann nimmt man Geschwindigkeit auf, aber mehr oder weniger zulasten dessen, was heute autonom stattfindet. Und dieser autonome Teil
ist mein Markt in Bayern. Und das heißt, auf der einen Seite bin ich mit der Sparkassenakademie in Landshut so etwas Personalentwicklungskompetenzcenter. Und für viele kleine Sparkassen, die vor Ort jetzt keine ausdifferenzierten Personal- und Organisationsentwicklungsprofis haben, bin ich tatsächlich der zentrale Personalentwickler und die kaufen bei mir ein. Für die Großen bin ich sozusagen ein Produktanbieter und ich muss ziemlich auf gleicher Ebene verhandeln, dass ich da reinkomme, weil die ja ihre eigenen Vorstellungen in Bezug auf Personalentwicklung und Organisationsentwicklung haben und da habe ich eine ganz andere Situation. Grundsätzlich bin ich aber jemand, der für die bayerischen Sparkassen, das gilt auch für die anderen Bundesländer, da läuft es ähnlich, einer bin, der Personalentwicklung nicht nur anbietet, sondern der aufgrund der Strategie, die die Sparkassen jeweils haben, und jetzt muss ich immer rauskriegen, wo ist gerade die Mehrheitsmeinung, seine Dienstleistung anbietet, um die zusammenzubringen. Und das unterscheidet mich vor vielen anderen Anbietern, die sozusagen am Markt auch kommen und ihre Dienstleistungen anbieten, um in die Sparkassen reinzukommen. Und das ist der Punkt, das noch intensiver zu machen, da noch stärker ranzukommen an die Geschäftsstrategie, noch deutlicher zu machen, dass ich da sozusagen meinen einzigartigen Verkaufspunkt habe. Und das ist das Ziel, das ich mit der Sparkassenakademie Bayern verfolge. Und darum habe ich den Titel gewählt, noch stärker strategische Personalentwicklung zu machen, als das, was wir heute machen. Und das versuche ich morgen anhand von einzelnen Projekten darzustellen. In diesem Sinne, vielen Dank. Applaus